Nun, die Alternative für Deutschland fordert, insbesondere für das Land Brandenburg, sich wieder an die geltende Rechtslage zu halten. Das heißt, einreisen nur dann, wenn die Herkunft der Flüchtlinge geklärt ist und die Ungesteuertheit dieser Massenzuwanderung zu beenden. Weil das kann auf Dauer kein Land verkraften. Und auf diese Art und Weise würde der soziale Frieden auch in Brandenburg gefährdet sein. Und dazu muss man natürlich sagen, die Rechtslage ist immer noch so, politisch Verfolgte genießen Asylrecht in Deutschland. Und ob Asylrecht gewährt wird oder nicht, wird im Rahmen eines Asylverfahrens entschieden. Und um dieses korrekt und rechtsstaatlich durchführen zu können, müssen Flüchtlinge natürlich erstmal in den Geltungsbereich des Grundgesetzes kommen. Man weiß ja, dass die meisten Flüchtlinge inzwischen aus Syrien kommen, die erhalten zu fast 100% Flüchtlingsschutz, also Asylrecht oder Abschiebeschutz. Und daher ist diese Forderung natürlich unsinnig. Das ist eine völlig falsche Tatsachenbehauptung, weil Asyl genießen nur politisch Verfolgte. Und das sind knapp 2% der hier Einreisenden. Zwischen 20 und 30% der hier Einreisenden sind tatsächlich nach Kriegsflüchtlingen, also nach UN-Flüchtlingskonvention aufzunehmen, genießen also Schutz. Und die restlichen 70% sind Menschen, die kein Recht auf Asyl haben. Und wenn der Herr Böde sagt, Sie müssen erst in den Geltungsbereich des Grundgesetzes kommen, das können Sie sehr wohl tun, in den deutschen Botschaften im Ausland, in sicheren Drittstaaten, die auch im Grundgesetz stehen, deswegen haben Sie ja dieses Plakat von hochgehalten, dass die Dublin-Regel halt aus dem Grundgesetz nimmt und damit alle Grenzen öffnet, und das kann keiner wollen. Da sind Sie schlecht informiert. Die Bundeskanzlerin hat gerade erklärt, dass das Dublin-Verfahren für die Flüchtlinge aus Syrien ausgesetzt ist. Und deshalb gibt es überhaupt gar keinen Grund, die Zuwanderung zu begrenzen, weil alle Leute, die hier kommen aus Syrien, ja im Regelfall Abschiebeschutz genießen. Also deswegen gibt es überhaupt gar keinen Grund, das zu begrenzen. Die haben gar keinen sachlichen Grund dafür. Die meisten Flüchtlinge, das sind 70%, wissen Sie selbst, 40-50% kommen aus den Balkanstaaten, und dort herrscht kein Krieg. Das heißt, sie haben hier kein Recht auf Asyl, beziehungsweise deswegen werden ja auch genau 0% von den Balkanflüchtlingen hier laut Asylparagraphen erhalten hier politisches Asyl. Sie sind ganz schlecht informiert. Die Zahl der Balkanflüchtlinge, wie Sie sie nennen, hat sich halbiert bereits im letzten Monat. Und sie war in den letzten 3 Jahren niemals, zu keinem Zeitpunkt, die höchste Zahl der Zugewanderten. Die höchste Zahl kam immer aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten. Woher wissen Sie das? Weil das Bundesamt zur Anerkennung von Flüchtlingen monatlich dazu Statistiken veröffentlicht. Es gibt bei einer kontrollierten Einwanderung, und de facto ist das ja so, was Frau Merkel gesagt hat, Grenzen auf. Wir nehmen überhaupt nichts mehr auf von den Leuten, also keine Personaldaten. Das heißt, wer da über die Grenze kommt in Salzburg, das weiß niemand. Und deswegen können Sie auch nicht sich hier hinstellen und sagen, das sind alle Syrer. Sind Sie denn der Auffassung, wenn Sie die Grenzen zumachen, dass die Leute wieder nach Syrien schwimmen? Diese Leute leben in Europa, und damit haben wir uns als Tatsache auseinanderzusetzen. Wir müssen sie in die Staaten zurückführen, die als sicherer Erstaufnahmestaat gelten. Und das ist die Türkei. Das sind auch Länder wie Libanon und Jordanien. Und dann auch mal an Sie die Frage, warum nimmt denn beispielsweise Saudi-Arabien keinen einzigen Flüchtling auf? Das hat natürlich andere Gründe. Aber Sie wollen Leute nach Jordanien oder in Libanon zurückschieben, wo Millionen Leute leben, Millionen Flüchtlinge leben, sind aber gleichzeitig der Auffassung, dass Deutschland mit ein paar hunderttausend überfordert ist. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Wenn Sie sich vorstellen, dass allein für Brandenburg, wir sprechen jetzt mal von der Landespolitik, wenn allein für Brandenburg jedes Jahr eine Stadt wie Neuruppin neu gebaut werden muss, ob Sie dann der Meinung sind, dass das in einem Bundesland zu schaffen ist, was es nicht mal in 10 Jahren hinkriegt, einen Flughafen zu bauen? Aber wie soll das denn Jordanien schaffen, mit 1,2 Millionen, glaube ich, sind es derzeit, die dort leben, in Flüchtlingslagern klarzukommen? Wenn wir die Gelder, die wir jetzt hier verwenden für die Errichtung von Unterkünften, von Zeltunterkünften, die für den Winter ungeeignet sind, stellt sich bei mir die Frage, ob es nicht besser ist, die Menschen da unterzubringen, wo es im Winter keine Minusgrade hat. Aber man könnte natürlich auch sagen, statt die
Gelder auszugeben für die Sicherung der Außengrenzen der EU, könnte man diese Gelder auch zum Bau von Unterkünften, Sozialwohnungen, die ja nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle gebraucht werden, ausgeben. Und das könnte man ja genauso gut sagen. Und 30.000 Bundesgrenzschützer, die neu angestellt werden, da könnte man auch die soziale Betreuung sicherstellen. Warum kommt die AfD auf so eine Idee nicht? Wir unterstützen, dass der soziale Wohnungsbau vorangetrieben wird. Aber glauben Sie im Ernst, nochmal, dass... Aber die verplempern das Geld doch gerade für den Grenzausbau oder für ihre Forderungen danach wird es verplempert. Die Grenzsicherung ist eigentlich vornehmlich Bundesaufgabe. Das heißt, die Bundespolizei müsste dafür eingesetzt werden. Ja, natürlich. Frau Merkel hat ja auch schon die Armee in Marsch gesetzt, weil die Polizei kann es nicht mehr schaffen. Wie wollen Sie dieser Probleme Herr werden? Na, es kommt ja nicht darauf an, unbedingt wie viel, sondern wie die Leute hier integriert sind. Das ist doch ganz klar. Und wie wollen Sie integrieren, wenn Sie gar nicht mal wissen, wer kommt? Wie wollen Sie denn integrieren, wenn Sie Leute, wenn Sie die Leute auf der Straße wohnen lassen, sagen, wir können nicht mehr aufnehmen und die nur in Übergangswohnheim parken? Ich fordere, dass die unkontrollierte Masseneinwanderung sofort per Grenzkontrolle, das hat nichts mit Mauer zu tun, wir schießen ja nicht auf Flüchtlinge, so wie die Linkspartei das früher getan hat, sondern dass kontrolliert wird, wer hier reinkommen darf und wer nicht, weil auch Terroristen den Weg dann nach Deutschland finden. Na, die meisten Terroristen sind ja Menschen, die hier groß geworden und in den europäischen Ländern aufgewachsen sind, sind Konvertiten überwiegend, wenn man das mal realistisch betrachtet. Und unsere Forderung ist natürlich, das Geld statt für sinnlosen Mauerbau und Grenzsicherung für die Integration von Hilfesuchenden auszugeben. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Na, mit Mauerbau kennen Sie sich aus.